Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Makramee-Anleitung. Ich bin Flo und zeige dir heute, wie du dieses perlenbesetzte grüne Armband knoten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Um mit dem Knüpfen loszulegen, brauchst du 4 grüne Bänder der Länge 70 cm sowie 2 weitere der Länge 140 cm. Dazu noch 7 kugelförmige Messingperlen mit Durchmesser 3,8 mm sowie insgesamt 30 Doppelkegelperlen der Größe 3 mm. Die exakten Materialien, die ich hier im Video verwende, habe ich dir wie immer unten in die Beschreibung gepackt. Ebenfalls in der Beschreibung ist der Link zum DIY-Kit, wo du alle Materialien zusammenbekommst, die du hier brauchst. Du fängst damit an, dass du die kurzen Bänder der Länge 70 cm ungefähr bei Länge 12 oben im Klemmbrett einspannst. Mit diesen 4 Bändern machst du dann die erste Diamantform. Dazu legst du das rechte mittlere über das linke und dieses drumherum. Dann das ganz linke an der gleichen Linie nochmal befestigen. Dann hier gleich die Richtung kreuzen. Und auf der rechten Seite das Band aus der Mitte umwickeln mit dem ganz rechten. Hier auch gleich wieder die Richtung kreuzen. Und dann diese beiden Enden zusammenführen, indem du das rechte über das linke legst und das daran festmachst. Als nächstes greifst du dir den ganz rechten Faden und legst diesen nach links, wobei der davon linke sich dort einmal drumherum legt. Und dann nimmst du den ganz linken Faden, führst diesen unter dem davon rechts liegenden drunter durch und machst den dort einmal fest. Und auch hier parallel dazu an der unteren Linie ebenfalls festmachen. Du greifst nun das erste Band mit Länge 140 cm so genau in der Mitte, dass du hier so eine Schlaufe hast, die du unter dem ganz linken bereits befestigten Band einmal drunter durchführen kannst. Und dann die beiden Enden oben wieder herausziehst. Dann zunächst den rechten der beiden nochmals drumherum knoten. Das Ganze nach oben schieben und den unteren Teil wiederholen. Und dann kannst du dir diese beiden erstmal zur Seite legen. Und hier die zweite Linie von der Mitte mit dem ersten Band umknoten. Dann gleich wieder die Richtung kreuzen nach innen. Und nun auch auf der Außenlinie diesen Faden wieder nach rechts führen und den anderen von der anderen Seite drumherum. Nun dieses Band über das nächste legen, dieses ebenfalls drumherum knoten. Und dann diese 4 Bänder auf der linken Seite erstmal beiseite legen. Dann den nächsten Faden mit Länge 140 wieder mittig greifen und hier diese Schlaufe diesmal unter dem ganz rechten drunter durchführen.
auch wieder die Enden nach oben rausziehen. Und dann den oberen der beiden erneut an diesem Faden befestigen. Dann das Ganze hochschieben und den unteren nochmals drumherum. Jetzt nochmal genau hinschauen. Dieser Faden, der hier ganz links noch rausschaut aus der Mitte, legt sich wieder über den davon rechten. Und dieser wird daran festgeknotet. Dann hier auch wieder gleich das Ganze nach innen führen. Und hier auf der Außenseite wiederholen. Also dieser legt sich jetzt in die Mitte. Und der darunter rausschaut, einmal drüber durch die Schlaufe und nochmals durch die Schlaufe ziehen. Dann diese Linie hier weiterführen, indem du sie über das davon links liegende Band legst und dieses nochmals drumherum knotest. Und dann schauen jetzt hier in der Mitte vier Bänder raus, wovon du das zweite von rechts über die beiden von links legst und diese daran festmachst. Und dann auch dieses Band hier parallel dazu führen, also nach links außen, indem du ebenfalls diese beiden Bänder dort wieder festmachst. Zu diesen beiden Grundpattern hier, dem einfachen und dem doppelten Diamanten, habe ich auch noch jeweils ein Video in meiner Basic-Serie. Das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Da kannst du dir das Ganze nochmal in aller Ruhe mit großen Bändern anschauen, falls dir das eben zu schnell ging. Als nächstes legst du dir die rechte Seite erstmal weg und wir arbeiten links weiter. Die beiden Bänder, die hier aus der Mitte kommen, die werden weitergeführt, indem sich nun dieses hier um beide drumherum legt. Und dann, bevor du dieses Band hier auch noch festmachst, kommt dort die erste Doppelkegelperle dran. Wieder zuerst an dieser äußeren Linie befestigen. Und dann hier an der inneren. Schauen wir auf die rechte Seite. Diesmal werden diese beiden Bänder umwickelt und diese beiden sind die umknotenden. Wir fangen wieder an der Außenlinie an. Also dieses Band geht unter dem äußeren mittigen drunter durch und legt sich dort zweimal drumherum. Und dann hier an dieser Linie ebenfalls befestigen. Und auch an diesem Faden hier die nächste Doppelkegelperle befestigen.
dann das Band, wo die Perle drauf ist, wieder an den beiden innenliegenden Linien befestigen. Und jetzt hast du hier in der Mitte vier Bänder rausschauen und noch jeweils zwei rechts und zwei links. Zunächst mal nimmst du dir eine kugelförmige Perle und führst die beiden Bänder, die ganz in der Mitte sind, dort einmal durch. Dann wird hier an dem ganz linken Band wieder eine Doppelkegelperle befestigt. Und natürlich auf der ganz rechten Seite symmetrisch dazu ebenfalls. Legen wir hier auch die vier rechten Bänder erstmal weg und schauen uns zuerst die linke Seite an. Wir haben jetzt hier das Band, wo die Perle drauf ist, dann hier das Band, was innen lang läuft, und das war das Umknotende. Die beiden werden weitergeführt, indem sich das hier nach rechts innen legt und das andere von der anderen Seite drumherum. Und dann parallel dazu das hier auf der Außenseite mit dem gleichen Band umknoten. Dann das Band, was aus der Perle rausschaut, ebenfalls an diesen beiden Linien befestigen. Und dann legen wir diese vier links zur Seite und schauen uns die rechte Seite an. Auch hier wieder die erste Linie nach innen führen, indem du hier die Richtung kreuzt und das umknotende Band sich von der anderen Seite drumherum legt. Und dann die Außenlinie auch wieder nach innen führen mit dem gleichen Band umknoten. Dann das zweite Band, was hier aus der mittleren Kugelperle rausschaut, ebenfalls an diesen beiden Linien befestigen. Und dann haben wir wieder zwei rechts, zwei links und vier aus der Mitte, wobei das zweite von rechts aus der Mitte sich wieder nach links legt und die anderen beiden dort drumherum kommen. Hier auch wieder das ganz linke und das ganz rechte Band mit einer weiteren Doppelkegelperle bestücken. Und jetzt kommt wieder die normale Doppeldiamantform und nicht diese größere mit den Perlen.
Das heißt, du legst zuerst dieses Band hier um diese beiden. Kreuz dann aber gleich die Richtung. Und nun machst du das äußerste Band an der Außenlinie fest. Und kreuzt auch hier wieder die Richtung. Die Linie vervollständigen, indem sich das hier drumherum legt. Und auch auf der rechten Seite diese beiden mit diesem hier umknoten. Auch hier die Richtung gleich kreuzen, bevor du die Außenlinie befestigst. Und hier auch wieder das Ganze nach innen führen. Wir haben jetzt diese Form vom Anfang hier wiederholt und es geht mit dieser hier weiter. Im Prinzip machst du die ganze Zeit immer abwechselnd die normale Doppeldiamantform und die vergrößerte, wo die Perle in der Mitte kommt, und das Ganze machst du so lang, bis alle Doppelkegelperlen aufgebraucht sind. Weil sich das Pattern hier wirklich die ganze Zeit nicht ändert, zeige ich dir das jetzt nicht nochmal im Detail. Du kannst ja einfach im Video wieder zum Anfang springen und dir das Ganze nochmal anschauen, falls du dir nicht gemerkt hast, was du machen musst. Diese beiden sind jetzt die letzten Doppelkegelperlen, die wir eingeflochten haben. Damit ergibt sich hier fünfmal das gleiche Pattern. Und wir schließen das Ganze ab, indem wir hier noch einen Doppeldiamanten am Schluss machen und einen einfachen Diamanten. Okay, das ist der besagte letzte Doppeldiamant und du kannst jetzt auf beiden Seiten die beiden äußeren Bänder abschneiden. Dann das Ganze einmal auf die Rückseite drehen und die Bänder angucken und festdrücken. Und mit diesen Vieren machen wir jetzt den letzten einfachen Diamant. Dazu das zweite von links weiterführen, indem das ganz linke sich dort zweimal drumherum legt. Dann die Richtung wieder kreuzen und nach innen führen. Und auch hier das zweite von rechts umwickeln mit dem ganz rechten. Und auch hier wieder in die Mitte führen.
Schneide dir dann ein Band deiner Wahl einmal knapp ab. Und mit den verbleibenden dreien flechtest du nun das Ende des Bandes. Du flechtest insgesamt so lang, bis du ungefähr 7 cm voll hast. Dann machst du mit den Bändern einen einfachen Überhandknoten. Schneide dir dann eines der Bänder nochmal ab. Und die anderen beiden führst du durch die letzte kugelförmige Perle. Dann die beiden Enden hier noch einmal miteinander verknoten und zur Sicherheit noch ein weiteres Mal. Das Ganze wieder abschneiden. Auf der anderen Seite das Ganze natürlich genauso machen. Zum Schluss nimmst du dir noch eines der abgeschnittenen Bänder und machst dir einen Verschlussknoten. Wie genau ein solcher Verschlussknoten funktioniert, habe ich in einem anderen Video nochmal ausführlich erklärt. Dazu kannst du einfach oben rechts dem Link folgen, dann kannst du dir das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Damit ist das Armband fertig. Ich hoffe natürlich, dir hat die Anleitung gefallen. Freue mich, wenn du mir das mit einem Daumen nach oben zeigst und das Video mit deinen Freunden teilst. Ansonsten findest du hier auf der linken Seite ein weiteres Armband-Tutorial von mir und kannst hier auf der rechten Seite meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche dir einen tollen Tag, mach's gut und wir sehen uns im nächsten Video.